Hier ist Fred von Fettspielen und Tim. Und das heißt, wir spielen wieder zusammen Minecraft. Yeah. Aha, du hast so schöne Brüste. Okay. Hör auf, um hier rumzufummeln, du Lustmolch. Ja, ja, das ist schon heiß, ich weiß. Aber komm mal, wir haben jetzt ja was vor. Wir wollen doch wohin? In die Schlucht. Und dafür müssen wir uns aber erstmal ein bisschen fit machen, ne? Ja, also auf jeden Fall. Vor allem. Ich habe noch 3 Leben, 5 Essen und so, das ist nichts. Ich glaube, wir brauchen erstmal echt Futter. Okay, warte, wir machen uns mal jeder ein Schwert. Ja, das machen wir uns kurz. Das mache ich für uns beide. Ja, hast du denn genug Stein? Ich habe nämlich nichts mehr. Ja, doch, ich mache kein Schwert. Ich mache kein Schwert. Ich mache uns beide ein Eisenschwert. Oh! Wir haben genau 4 Eisen, das bedeutet 2 Schwerter. Sehr eins gut. Kotzig. Zu den Waffen! Sehr hast geil. Du's? Cool. Okay, dann lass uns ab in die Schlacht, würde ich sagen. Dann gehen wir erstmal uns Essen holen. Ah, hier sind Schweine! Schweine! Schweinerei. Oh ja. Oh, hier sind ganz viele. Oh, schön fette Schweine. Das ist lecker. Oh ja, hier da hinten. Hinter mir, oder? Ah, du gehst woanders lang, oder was? Ich bin gerade bei dir. Ah, okay. Wir sind hier zusammen am Schweineschlachten. Aber irgendwie war es da schon. Das war aber eine kurze, eine kleine. Wiesenhof, ne? Was, Wiesenhof? Ja, das war's schon hier? Warte mal, ich gehe noch ein bisschen. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ja, ich folge dir. Das ist schon ein bisschen. Das ist voll der komisch schöne Wald hier, ne? Das ist ganz. Ja, aber irgendwie ist wenig los hier. Ich will mehr schon ein bisschen sehr weit. Man kann auch Suppe machen mit den Pilzen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Wir wollen Fleisch essen. Da kriegt man doch bestimmt auch am meisten Regeneration, oder? Ja. Oh, ich sehe noch ein Schwein, das hole ich mir noch. Ja, das ist jetzt aber schon, ich habe 7 Stück. Ja, das ist schon ganz gut. Ich habe 1. Ja. So, die Sau hole ich mir noch. Da ist die Sau. Da, oh, hier oben sind noch 2 Schweine. Oh ja, 1 habe ich auch gesehen. Ja, das sind noch 3 insgesamt. Ja, ich nehme mir das linke mal mit. Ja, sehr schön. Oh, da hinten ist noch 1. Oh ja. Das ist voll der dichte Wald hier, ist schön. Ja. Also wir danken euch auch für die letzten schönen Kommentare unter dem Video. Auf jeden Fall. Ja, genau. Hinterlasst uns auch immer ein Abo, ne? Das wisst ihr ja, hier Sellout Speech ist immer. Genau. richtig. Hey, manche wissen es nicht. Ja. Dass man abonnieren sollte. Ja, genau. Ja. Das ist, versteht sich ja eigentlich wie von selbst so, bei so einem geilen Channel, aber wir sehr braten gut. Jetzt mal hier den Shit. Ja, komm, ja, machen wir das. Also, ich hau mal hier rein. 14 Stück. Okay, ich habe nur 5, aber das ist. Ja, da mache ich jetzt noch einen Ofen. Das ist ja furchtbar sonst. Ja, stimmt. Kommen wir gar nicht zusammen. Oh, ich habe nicht genug Cobblestone. Also, sowas darfst du halt auch nicht sehen. Mach du das mal. Ich guck noch mal auf der anderen Seite, ob hier vielleicht noch 1, 2 sind im Birkenwald. Ja, wir brauchen auch noch ein bisschen. Wir müssen uns auch Holz mit runternehmen. Also ein Crafting Table auf jeden Fall mit runternehmen und ein bisschen Holz. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Haben wir noch welches oder soll ich noch mal eine Birke fällen? Ja, nimm mal noch ein bisschen Birke mit. Okay, mach ich. Der Birkenfried. Sozusagen. Genau. Ja. So, ja. Jetzt geht's hier hoch. Jetzt machen wir noch eine Ofen für die Team. Ah, schön. Kochst du uns jetzt was Feines? Ja, ich muss mal wieder nach Hause. Es wird langsam dunkel hier. Ja, das ist ja kein Ding. Wir gehen eh dann nochmal pennen, würde ich sagen. Ja. So, dann frisch da gesteckt macht man am nächsten Ort. Oh. Bisschen was. Aber Tim, mach den doch ebenerdig. Wie sieht denn das aus mit den beiden Öfen übereinander? Nee. Mach die mal da rechts hin. Viel, viel schöner aus. So eine richtig schöne, so eine Großküche hier. Ach Gott. So, ich habe jetzt hier 7 Birkenholz. Soll ich damit befeuern oder was? Ah, nee, du hast Kohle. Kohle. Mach einfach mal das Fleisch da rein. Okay. So, Fackeln, 13 Stück. Das ist natürlich ein bisschen madig. Aber wir haben nicht viel Kohle, oder? Aber ich habe hier noch. Hier, ich habe dir mal 6 rausgeworfen. Nimm dir die mal. Mach dir da mal Fackeln. Ja. Also, ich habe jetzt 37. Ich habe noch ein paar Holzsticks dabei. Da mache ich meine Taschen noch leer. Nur ein bisschen Erde mitnehmen, weil man sich ja immer so ein bisschen Wege bauen muss auch. Okay, nehme ich auch mit. Gut. Spitzhacke mache ich mir noch. Nimm dir mal den Cobblestone und mach dir noch eine Spitzhacke. Okay. Weil ich weiß nicht, ob wir da unten Eisen finden werden, weißt du? Ah ja, genau. Okay, ein Crafting Table baust du, oder? Nee, ich habe kein Holz mehr. Okay, dann baue ich einen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Crafting Table, weil wir müssen ein bisschen Stein sammeln, damit wir unten. Ich habe nur eine Steinspitzhacke, das ist halt ganz madig. Okay. Okay, aber also ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Jetzt brauche ich nur mal ein bisschen Essen hier. Oh, 12 Stück, das ist mehr als genug. Lecker. Nimm dir auch mal davon die 6, die da schon fertig sind. Ja, mach ich. Ich muss ja schon was essen, ich muss mich echt aufhielen. Hast du Schaufeln dabei auch? Oh, jetzt ja, endlich. Ne? Oh nee, Schaufeln habe ich auch nicht. Ja, nimm dir mal mit. Die Treppen brauche ich nicht. Da braucht man 2 Holz, einen Stein, genau. Sand brauche ich auch nicht. Die Sticks brauche ich. Die Holzhacke, ja, nehme ich jetzt mal mit, okay.
Hier kannst du ja noch die Holzschaufeln mitnehmen. Kannst du verbraten einfach. Die in der Kiste sind, siehst du die? Wo? Ach da. Ah, jetzt habe ich schon drei Schaufeln dann. Aber gut, ja. Ich habe mir gerade welche gemacht. Ich mache mir immer die Reihen so voll. Ja, ja, habe ich auch gerade gemacht. So, Essen habe ich auch genug. Ah, komm, ich nehme mir noch ein bisschen Essen mit. Hier ist noch was drin. Ah, du hast schon genommen. Ja, den Rest kannst du dann haben. Hugo, ja, ja. Jetzt gehen wir dann. Oh, jetzt ist mein Maustempo irgendwie komisch geworden. Egal. Und dann legen wir uns gleich auch hin, ne? Und dann geht's morgen los. Halt, ich muss noch was essen. Hast du dir auch Ding mitgenommen? Was denn? Jetzt los. Ich habe Schwert, Fackeln, Steinspitzhacke, Holzaxt, Schaufel. Ja, und ein bisschen alles. Erde auch. Erde habe ich auch. Ich habe alles. Das klingt sehr, sehr gut. Ich gehe dann schon mal ins Bett. Ich bin ja eher so jemand, der früher ins Bett geht. Ne? Gute Nacht. Ich nehme noch das Essen hier. Zähneputzen nicht vergessen. Ja! Nochmal auf Toilette gehen und dann ab. Mal schön Pipi machen, Kaka Pipi. So. Ja. Guten Morgen, dann gehen wir los, Tim. Ne? Mit dem Schwert in die. Mit dem Schwert nach Polen. Ja. Episch. Episch, episch. Damals, eine in unserer Jugend, Menschengestalt, 1993. Finde ich eins der besten Ärztealben, wenn nicht sogar das beste. Habe ich sogar auf CD, richtig. Obwohl man sagen muss, das Kommerzalbum 13 ist auch ganz gut. Ja, aber das, oh, Männer sind Schweine, ist das nicht auf 13? Das ja, leider. Haben. Also ich glaube, ich gehe hier den. Oh. Ja, ich werde es machen. Wie machen wir das denn jetzt darunter? Nein, spring nicht! Ach, geil, nee. Fahrstuhl. Ich nehme den Aufzug. Der hier. Wasserfahrstuhl. Das ist geil. Oh, da ist ein Schaf. Töten. Oh, da geht's auch gleich in so eine geile Höhle. Ich nehme mir noch das. Boah, hier ist ja alles. Ich sehe schon Kohle und Eisen und überhaupt. Ja, also so ein bisschen. Oh! Wir müssen eigentlich schon gleich was mitnehmen hier, oder? Ja, hier. Also Eisen wird immer sofort mitgenommen. Ja. Geil. Das sieht man bei dem Texturpack auch ganz schön, finde ich. Das ist oh, hier hinten ist aber auch ganz viel. Wollen wir da erstmal ein bisschen meinen? Ja, komm, wir gehen erstmal hier unten ebenerdisch, bevor wir irgendwo. Oh. Oh, ist das geil. Hier ist ja alles. Oh, da sehe ich schon eine Bahnstrecke. Oh, ja, das ist das gut. Wie eine Bahnstrecke? Ja, wenn wir eine bauen aus dem ganzen Eisen. Ach so. Oh ja, das ist das Beste. Gleich, hast du ein Crafting-Table dabei? Ja. Ey, lass mal einen Ofen bauen und schnell uns Eisen machen. Okay. Ich habe keinen Bock mit dieser Spitzhacke hier, der Steinspitzhacke. Das ist so übel. Achtung, hinter dir ist ein Skelett. Ich töte das mal eben. Okay, warte mal, wir machen jetzt mal gleich hier. Soll ich hier unten einfach mal einen Ofen hinsetzen oder was? Mach du ein Crafting-Table, ich mach den Ofen. So. Eigentlich eine gute Idee, dass man sowas einfach mitnimmt, ne? Also ja, ja, genau. Gut, also. Das kostet ja nichts. Ist ja nicht so, dass das irgendwas Wertvolles wäre. Was machst du denn da für ein Erdloch? Ja, ich habe das gerade einen Fehler gemacht, so, weißt du? Aber du bist auch so ein Schienenfan, hast du erzählt, ne? Ja, komplett. Finde ich auch total geil. Mache ich privat, wie in meinem einen Let's Play habe ich es ja auch gemacht. Also das geht ja nichts drüber, ey. Oh Gott, ich werde wieder angeschossen, scheiß Skelette, ey. So, hast du ein bisschen, ich brauche ein bisschen Kohle für den Ofen hier, aber hier gibt's doch überall. Ich habe Kohle, ich habe Kohle, ich habe Kohle. Mach mal rein. Ja. Und los geht's. Wird mach befeuert. Mal noch Eisen rein, das du gefunden hast. Und dann können wir so lange weiterfarmen und dann können wir uns gleich eine geil. Metallhacke machen. 17 Eisen haben wir dann schon. Ja, das ist doch geil. Das ist echt super. So, Kohle gibt's natürlich unendlich viel. Das braucht man nicht immer alles wegfarmen. Das ist ja übertrieben sonst. Du hast, du bist, dein ganzer Körper ist von Pfeilen übersät, wie das aussieht. Im Kopf eine, drück mal, was ist das, F3? Nee. Man kann doch Third-Person-View machen. Ach so, soll ich mal? Ja, mach mal. Ach nee, F3 ist doch diese ganzen Infos. Egal, wir sehen es ja aus seiner Perspektive. Wir nehmen ja auch heute wieder aus zwei Perspektiven aus. Ihr könnt gerne mal Feedback geben, wie ihr das eigentlich findet, dass wir immer so virtuos switchen zwischen unseren Perspektiven. Ob euch das verwirrt vielleicht auch. Das kann ja sein, dass euch das gar nicht zusagt. Wir finden es eigentlich ganz witzig. Ja, also ich finde es auch. Wir zeigen es ja immer an, oben durch diesen kleinen, wie soll Overlay man sagen? Da, genau. Durch das Logo, genau, wer gerade dran ist. Aus wessen Perspektive wir gerade aufnehmen. Und jetzt sehen wir hier gerade Tim. Ja gut, du hast aber auch drei Pfeile in der Seite. Sieht auch sehr, sehr schön aus. So, warte, ich mach dir deine Eisenspitzhacke. Was machen wir denn mit diesen ganzen anderen blöden Sachen? Das Eisen. Das andere. Ich meine, ich habe jetzt so eine Holzschaufel und sowas hier. Hier. Ja, die benutzen wir jetzt erstmal. Hier, nimm. Da liegt was drauf für dich. Wo denn? Ah, da. Auf der Kiste. Oh, wer greift mich da an, Alter? Ich glaube, du hast es genommen. Hey, hier oben sind Skelette, die kommen hier an. Hier ist ein Skelett-Spawner. Hier hin. Guck mal, wie die viele da kommen. Boah, was ist denn hier los, ey? Ja, wir müssen mal da hoch. Wir müssen mal da hoch. Ja, ich habe jetzt aber noch keine Eisensache. Ich glaube, die hast du jetzt mitgenommen. Ach so, habe ich die. Da. Sehr gut. Die nehme ich dann aber nur, wenn wir ist Gold ein Skelett-Spawner. Sehen oder so. Geil! Was, wo denn? Guck sie an. Hier, komm her. Guck sie an. Ah, das sind diese komischen Feuerkisten ja, oder pass was? Pass auf, den holen wir uns jetzt.
Da muss man hier. Wir müssen da rein töten. Du tötest. Töte, 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 töte. Und jetzt müssen Fackeln außenrum. Fackeln? Ja. Und dann ist der unschädlich oder was? Oh, wir können eine Farm. Und hier sind Kisten. Komm, wir gucken rein. Oh, geil. Was gibt's da? Ein Sattel. Ein Sattel. Zwei Sattel. Geil. Redstone, Namensschild. Was macht man denn mit Namensschildern? Weiß ich nicht. Ah, jetzt haben wir hier so einen Spawner. Da können wir im nächsten. Das ist super geil, dass wir das gefunden haben. Da können wir bald so ein Vernichtungslager bauen, was ich dir mal erzähle. Achso, dann lassen wir die automatisch spawnen, dann in Lava fallen und dann. Und dann können wir die XP farmen. Einfach. Farmen wir das schön ab. Oh, das ist geil. Und vor allem das Knochenmehl kriegen wir, was halt geil ist. Und damit kannst du ja die Pflanzen beschleunigen. Oh ja, genau. Das Wachstum. Alles klar, geil. Ja, hier, die Kisten nehmen wir aber auch mit. Oh, achso, ja klar, warum nicht, ne? So eine schöne Kiste. Also, das war schon mal richtig erfolgreich jetzt. Wow, hier. Sehr geil. So, denn. Den Platz müssen wir uns jetzt können keine mehr spawnen hier. Das ist ganz gut, das können wir so offen lassen. Ja, machen wir. Hier oben ist noch Eisen. Hier ist noch ein bisschen Kohle, das nehme ich auch mit. Wir sind noch nicht mal ein Viertel in die Höhle rein. Und wir haben hier schon so viel entdeckt, das ist echt Wahnsinn, oder? Ja, das ist der Hammer. Da ich geht was. Ah, so ein Spawner ist cool, dann können wir das nächste. Ah, das ist super. Dann hole ich mir so einen Plan, wie man so ein Ding perfekt baut. Komm mal mit, hier eine auf eine Vernichtungsmaschine. Oh, ich habe hier gerade so eine riesen Eisenader. Ja, aber mich greifen hier. Was? Du bist angegriffen. Ja, hier, Zombies. Ich bin da. Ach, du bist schon wieder da hinten, was ist denn hier los? Alter. Ich geh mal rein. Wir machen Fackeln immer auf der rechten Seite, ja? Okay. Das hat mir mal ein User den Tipp gegeben. Das macht man tatsächlich auch in der Höhlenforschung so, dass man die Markierung rechts macht und wenn man dann zurück will, hangelt man sich da einfach links lang. Ah, okay. Also rechts rein und links raus. Okay. Ist eigentlich. Ey! Hier oben ist Eisen, ey. Hast du mich gerade erwischt oder? Das könnte passieren. Du weißt, dass du nie sicher bist. Ne? Ja, ich glaube auch, ja. Let's Play Together kann mit Tim ja ganz schnell ausarten. Ja, da wachst du auf, ist Dynamit unter deinem Arsch. Das kann passieren. So viel zum Together, ja. Also hier, komm, wir gehen weiter. Das war ja quasi gar keine richtige Höhle. Das war ja nur so. Aber das war gut, da gab es Eisen. So, wir gehen mal weiter forschen. Da hinten ist noch mehr Eisen. Oh, ich hasse Wasser. Ja, wir müssen eigentlich mal einen Eimer, damit wir das Wasser mal mitnehmen können. Ich habe zwei Eimer. Wo hast du die denn her? In der Kiste waren Eimer und zwei Sattel drin. Alter. Ich habe zwei Sättel. Das ist natürlich richtig geil. Wenn man Pferde findet. Ich habe einmal rausgeworfen, nimm dir. Wo? Warte, ich werfe nochmal raus. Ich jetzt. Muss gerade gegen die Strömung ankämpfen, das ist ziemlich schwierig. Siehst du? Ja, ich sehe ihn. Der hat ja sogar ein Smiley. So, sehr gut. So, sehr schön. Ja, diese CDs, die kann man in die Jukebox machen, da kommt so Musik andere. Ach, eine CD hast du auch gefunden? Ja, habe ich auch, eine Platte. Das gibt's auch nicht so oft. Also wir haben schon was relativ Seltenes gefunden. Ja, Hammer. Und das hier gleich am Anfang quasi, am Beginn der Let's Play-Reihe. Das ist Wasser zu. Ich glaube, das nervt mich zu Tode sonst. Ja, mach das mal. Müssen wir hier hochfahren? Ich mach das mal. Fährst du hoch? Ja, ich fahr jetzt hoch und saug die Quelle weg. Schneller. Nein! Ja! Ein Fahrstuhl nach oben. Und jetzt macht es. Hast du ausgemacht? Ja. Ja, Wasser geht 7 Blöcke weit, wenn ich mich nicht recht irren sollte. Ja. Du merkst dir Sachen? Nein, das muss man wissen, wenn man diese Spawner baut. Ach so. So, hier ist aber Dead End. Wo bist du denn? Ah, da. Hier da ist nichts mehr. Ja, da müssen wir mal fertig farmen hier. Oh ja, holen wir uns. Ist da oben noch irgendeine Ressource oder? Ich sehe da nichts, aber hier unten gibt's Kohle. Aber Kohle haben wir jetzt schon. Also, ich weiß aber nicht. Kohle ist super. Also, ich befeuere meine Öfen eigentlich immer mit Kohle. Ja, das ist auch das Beste. Man kann ja wohl auch Lava reinmachen, aber das bringt nicht so viel. Ja, musst du erstmal Lava mal wieder suchen, ne? Also, erstens das. Ja, man kann ja keine unendliche Lavaquelle machen. Ja, stimmt. Das ist total scheiße. Warum geht das eigentlich nicht? Ja, und was habe ich jetzt gelesen? Man kann Eisenquellen bauen oder so Eisenfarmer? Eisen? Ja, das ist. Also, ich weiß nicht, ob das nur mit einem Mod geht, aber ich installiere keine Mods, das ist mal gleich klar. Nee, wir spielen hier das Original. Ja, ich nehme mal hier noch die Birken mit, ne? Schön die Birken. Oh, ich kann mein Feuerzeug. Wir haben so viele Ressourcen, wir können uns eigentlich so total. Viele Ressourcen. Ich nehme mal hier das Metall an mich, weil das brauche ja schon ich. Oh. Wahnsinn, hier unten ist ja sogar eine Birke, steht hier, ne? Haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Ja. Schon krass. Wollen wir mal in so eine Höhle rein? Ja, ist denn da irgendwo eine? Ich guck mal hier auf der anderen Seite. Ja, da oben. Das Wasser. Das. Siehst du das? Oh ja, dann gehen wir mal ein bisschen. Oh, ich muss essen. Okay, mach das mal. Hier ist noch mehr Eisen. Boah, wir haben so. Also Ressourcen, daran wird es uns nicht mangeln. Wir können so viel bauen und machen. Oh, hier geht's auch runter. Ja. Also Fackeln rechte Seite, ne? Ja, immer auf der rechten Seite. Gut, ich renne mal kurz vor ein bisschen. Und fackel mal, Fackelmann. Oh, was ist denn hier?
geht so eine Art Treppe runter. Siehst du das? Das ist ja voll spooky. Ich mach mal den Shit oh, hier. Oh, Alter. Ich mach mal hier Holz rein. Ich fahr grad runter. Ja, ich hab's ausgemacht. Alter, boah, wir kommen hier richtig tief. Wir sind ja schon auf 27. Was ist oh ne, hier ist Ende. Hier ist Ende. Ja, dann nehmen wir aber trotzdem noch die Ressourcen mit. Ja, aber leider geht's hier nicht weiter. Wäre natürlich geil gewesen, wären wir jetzt so auf Ebene 10 bis 15 gekommen, wo dann auch die Diamanten sind. Ja, das werde ich aber in unserer Base machen. Da gehe ich runter so tief. Und dann machen wir horizontale Gänge einfach. Okay. In alle Himmelsrichtungen. So. Da ist Schluss da unten. Ich ja. habe das Wasser doch zugemacht. Ich bin wohl nicht so der Wassermeister. Ups. Den Stein weggehauen, ne? So, müssen jetzt wieder. Oh, ist das nervig in Wasser. Ich hasse Wasserlevel, oh. sind auch das Schlimmste in Spielen. Ja, ja, ja. Ey, Wasserlevel mag ich auch nie. Wasserlevel. Ich ja, richtig, genau. Das ist noch mal zu spielen. Alle Marios, ey. Ja, ey, Wassertempel, Ocarina of Time, ich erschieß mich lieber. Echt, immer diese Wasserlevel, weil man da so langsam ist, so behäbig. Ja, genau, das mag ich auch nicht. Ich bin ja auch eher so ein Speedrunner, ja. Ich nehme auch nicht mal alles mit. Ich will mal vorwärts kommen. Oh, hier unten geht's weiter. Holla, holla, die Waldfee, hier geht's in zwei Richtungen. Welche nehmen wir? Die unten, die nach unten geht. Wir können's ausrambolen. Komm, komm. Weißt du, was ausrambolen ist? Du hast nicht South Park geguckt, ne? Nee. Ist gegenseitig in die Klöten treten, bis einer umfällt. Und der umfällt, hat verloren. So. Okay, hier unten geht's aber auch nicht groß weiter. Hier muss ich wieder einen Schlusspunkt setzen bei Ebene 36. Also das ist das irgendwie auch noch nicht richtig. Ich hab glaube ich, auf den Kopf gehauen auch. Ich flute dich gleich. Das ist ein Eimer voll Wasser, oder? Ja, ja. Ja, solange wir nicht in Lava graben, so wie ich. Das ist alles gut. Oh, komm, wir fluten Tim. Oh, 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 nicht. In das Skelett reingeflutet. Ich darf jetzt echt nicht sterben, das wäre echt unangenehm. Jetzt hast du hier Wasser gemacht. Das ist voll nervig. Oh nein! Das Skelett schwimmt mit. So. Oh, 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 hier geht's richtig tief. Siehst du, und da ist auf jeden Fall Lava, weil es sehr hell ist. Oh Alter. Gott. Ah, halt, stopp, stopp, langsam, langsam. Oh, 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 oh. Hier gibt's Eisen, hier gibt's Eisen, okay. Guck dir an, was ich hier gesehen habe. Das ist es. Ich drück mal Shift. Ja. Das ist die Diamantebene. Ja. Da sind wir definitiv da unten drin. Guck mal, der Blick hier nach links, wie geil ist das. Boah, Hammer. Krass. Aber weißt du was, Tim? Yes. Ich glaube, diese Ebene, die sparen wir uns auf das andere Mal. Ja, aber halt, das Gold hier am Rand muss ich mitnehmen. Du bist so greedy. Warte, hier, guck dir das an. Hast du nicht bei Herr der Ringe gesehen, wenn die Zwerge zu tief nach Gold schürfen? Ja, die Zwerge haben zu tief geschürft. Sie ja, haben richtig, etwas genau. Altes und Dunkles geweckt. Und haben meinst den Balrog von Morgoth. Ah, oh, ja, ich habe Gold mitgenommen. Okay, komm, ich habe Angst. Komm ja, wieder hoch. Hierfür brauchen wir auch Eisenrüstung. Ja, ja, wir müssen, genau, also ich glaube, bis wir da unten hingehen, dann müssen wir uns echt immer ein bisschen weiter aufpowern. Ja, dann gucken wir noch in die andere Richtung schnell, ne? Da willst du auch noch mal reingucken? Ja, komm, da gucken wir noch schnell. Nicht da lang. Ach so, ja, du meinst da die andere Richtung. Also nicht ja, Richtung der, dem tiefen Ding da. Nicht Richtung Tod, sondern Richtung Leben. Oh, da haben wir doch schon für die nächsten paar Folgen genug Stuff. Boah. Ja, Wahnsinn, ey. So. So, was ist denn da? Auf der anderen Seite? Da waren wir jetzt noch nicht. Hä? Da sind wir doch falsch gegangen jetzt. Mann, ey. Haben wir hier schon das geile Höhlensystem? Aber wir müssen hier. Oh, Creeper! Na! Oh Gott, stirb! Nein, er geht! Ah, oh. Er ist down gegangen. Ich hab's gemacht. Kein Problem. Ach, hier oben müssen wir hoch, natürlich, ja. Ja, genau. Und dann. Und dann die andere Richtung. Nee, Quatsch. Ah, hier runter müssen wir. Hier. Nee, rechts, da waren wir. Nee, wir haben schon alles angeguckt. Ach so, da hinten waren wir schon. Ja, da waren wir okay. schon. Okay. Na gut, aber derbe. Aber derbe. Dann lass uns hochfahren. Oh Mann, oh, oh. Da ist wieder ein Creeper. Ja, dann gucken wir. Oh, weil es dunkel draußen ist. Oh. Oh nein, und jetzt müssen wir nach Hause. Wir sollten noch ein bisschen unten bleiben. Da ist er. Oh, Chef. Komm, wir fahren hoch. Nee, das ist doch was für Angsthasen. Halt, wir müssen unser Zeug mitnehmen. Ich hole unser Zeug noch. Okay. Schnell. Ist da überhaupt noch was drin? Na gut, den Crafting-Tail müssen wir hier nicht ungenutzt lassen. Nee. Kohle ist hier drin. Doch, den können wir hier stehen lassen, wenn wir wiederkommen. Ach so, stimmt eigentlich. Das wir hier stehen. Kleines Außenlager. So, jetzt können wir ja noch unsere Ressourcen. Oh, guck mal da oben. Da ist auch ein Spawner, sag ich dir. Oh, Creeper! Oh, was? Alter, was ist denn da los? Ich will da hoch. Siehst du diese 1000 Zombies? Ich will da hoch. Nein, komm, lass es gehen. Oh, okay. Ah! Kommt schon, ich muss was essen. Nein, ich bin angegriffen. Ja, verdient wahrscheinlich. Ja, die kommen alle runter, Nein, scheiße! Nein, der Aufzug ist defekt, ich kann ihn nicht nehmen, wir müssen. Oh Gott! Nein! Tim! Ich bin explodiert. Tim, du bist tot!
Oh Gott! Ich sammle meine Sachen ein. Oh Gott! Nein! Ich hab dich sterben sehen. Aber ist alles nur halb so schlimm, weil... Nein! Hat mich voll gecreept. Tim, du warst doch noch so jung! Ja, ich weiß. So tight. Ich kann deine ganzen Sachen gar nicht aufnehmen. Hier ist im Aufzug ein Monster drin. Dami, kannst du es mal töten? Scheiße! Jetzt nimm dir deine Sachen, Mann. Ja, Mann, du hast die ganzen Sachen abgesteckt. Nee, aber guck mal, da unten ist noch voll viel. Es läuft alles hier runter. Ja. Oh, scheiße, Mann. Okay, ich hab alles. Hast du alles? Ja, du musst aber eine Menge von mir haben. Noch. Ja, kann sein, aber hier oben ist auch noch ein paar Sachen. Da musst du auch noch hin. Aber du hast die Sattel auch und sowas. Ja, ja, aber schnell, wir müssen hier mal raus. Das sind voll die Cowboys. Wir aus haben zwei dieser Sachen. Hölle. Ja, da, nimm dir noch die paar Sachen. Nein, nein, hier unten. Den Aufzug fahren ist super dangerous. Tim, da sind noch ein paar Sachen. Da ist noch ein Eimer und alles. Ah, hier. Genau. Hier ist noch eine Hacke in der Ecke. In der Ecke, ich sehe die nicht. Komm, jetzt aber. Ey, das ist mir echt zu bunt hier. Ey, der Aufzug ist mir zu gefährlich. Ich komme da irgendwie auch nicht rein. Doch, jetzt habe ich's. Ja, ich steck in dir drin, das ist ein bisschen... Du geiler Bock, ey. Oh, raus hier. So, ich geh jetzt schwimmen. Ich geh laufen. So, jetzt sortieren wir uns erstmal in der Base. Ja, würde ich auch mal sagen. Das reicht. Da ist ein Creeper im Fahrstuhl. Ich hoffe, du bist woanders schon. Ja, okay. Oh, Hilfe! Geil, da steckt einem Zombie eine Schaufel im Kopf. Komm rein, hier ist eine Tür offen. Ah, ich will rein! Oh, so, alter jetzt Schwede. Bearbeite mal erstmal ein. Okay, erstmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, ja? So, erstmal hier diese Gegenstände da alle rein. Ich habe so viel Zeug. Ja, gib mir mal diese einzelne Kiste. Ja, ich hau einfach mal alles in unsere große Kiste. Ja, mach mal da rein. Ich will nämlich eine Edelsteinkiste machen hier. Wo so. Nur so teure Sachen reinkommen. Muss ein bisschen neu sortieren hier. So, warte, ich nehme mal die Kiste hier. Oh. Genau, sehr gut. Wir brauchen eigentlich jetzt schon eine Art Dachboden oder Keller, wo wir... Ja, das werden wir auch machen müssen. Aber hier oben in die Ecke, guck mal, hier rein, ja? Ja. Da kommen jetzt die Edelsteine, so also quasi... Eisenerz und sowas. Eisenerz, Kohle, Gold. Okay, das ist eine gute Idee. Und Redstone ja. Und sowas, das kommt da alles rein. Wollen wir ein bisschen vom Eisenerz schon... Komm, ich du kannst es mal in den Ofen hauen, alles. Ja, mach ich mal. Und dann... Die CD ist halt geil. Wir haben die Sattel. Hier ist noch ein bisschen Eisen, das kann da rüber. So.